Europas Nummer 1 gegen Europas Nummer 2. Die beiden Einser der beiden Teams jetzt am Tisch. Timo Boll muss Matthias Feig zu tun. Gemacht. Es ist die Frage, wie er jetzt mit der anderen Spielweise umgeht. Und das ist genau das, was ich meine. Da kommt nämlich... besseres Spiel momentan geben könnte. Die Nummer 7 der Welt gegen die Nummer 9. Klar, bei Falk hat das alles was damit zu tun. Aber bei allen Pokal-Achtelfinals ist natürlich dieses Einzel jetzt schon herausragend. Und Falk kommt... Effektvolle. Bisschen Glück. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Geholt noch. Sehr druckvoll. Was den letzten direkten Vergleich hat Timo Boll für sich entschieden mit 3:1. Hier ist es jetzt aber erstmal der Schwede, der mit 1:0 in Führung geht. Und wenn man gegen Boll irgendwie was machen will, dann muss man natürlich schon den ersten Satz gewinnen. Satz 2. Auch häufig dazu, seine Vorhand einzusetzen. Sehr unfassbare Geschwindigkeit. Paralleler. Ganz tolle Kombination jetzt hier aber von Falk. Langer Aufschlag und direkt nachgegangen mit der Rückhand. Also... ich glaube, auch Boll ist etwas überrascht von dieser Aggressivität, mit der Falk gerade auftritt. Und da ist sie. Nur noch. Ganz wichtiger Ball. Hatte Falk. So, 9 beide. Es ist Matthias Falk, der... kann er! Frage erreicht, wie oft Boll gegen Falk überhaupt schon gespielt hat. Ich habe jetzt nur den letzten Vergleich einsehen können aus dem Jahr 2018, Ende 2018. Und da ist... und wie...
wieder die... beidseitig drauf zu gehen. Wieder langer Aufschlag, wieder nach... Der und den Ball und er schafft es tatsächlich. Boll kann nur noch anerkennend gratulieren. Matthias Falk bedankt sich bei den Fans für den Support. Ich muss mich konzentrieren, dass ich